Das Besondere an der Ausstellung Fibra ist, dass wir seit 2008 ungefähr Bauen, zukunftsfähiges, nachhaltiges Bauen immer wieder thematisieren. Und das Bauen mit Pflanzenfasern ist etwas, was bei uns nicht so besonders bekannt ist. Mein Name ist Iris Lenz und ich bin seit 1990, also seit 30 Jahren im IFA. Mein erster Arbeitstag im IFA war in Bonn. Ich hatte die ersten 5 Jahre die IFA-Galerie Bonn geleitet und bin dann 1995 hier nach Stuttgart gewechselt. Es war ein Traumjob, ein fester Job und ein Job mit eben, nee, ich kann das gar nicht Job nennen, sondern eine Aufgabe, die ein unendlich breites Spektrum eben abdeckt. Internationale Kunst, Architektur und Design, das ist einfach immer noch ein Traumjob. Also wichtig ist mir etwas, was bei uns in Deutschland noch relativ unbekannt ist oder sehr wenig realisiert wird, das ist das Bauen mit Stroh. Wir sehen hier einen Strohballen und hier eine Wand aus Strohballen. Es ist in Frankreich sehr viel verbreiteter, da ist auch die Baugesetzgebung eine andere und ja, zukunftsfähigere. In Deutschland ist es relativ selten und ich denke, es ist wirklich außergewöhnlich, dass man aus Strohballen nicht nur die Dämmung macht, sondern auch ganze Wände baut, tragende Wände. Das ist das Grundanliegen auch in unseren letztjährigen Programmen, ist wirklich das Anregen von Denkanstößen zu einem anderen Verhältnis zur Natur und eben auch zum Bauen. Und es sind vielleicht auch Aufforderungen an Architekten, Bauherren, aber auch die Baugesetzgebung, andere Formen und andere Materialien wie Beton, Stahl und Glas einzusetzen, die recycelbar sind, wo man wirklich so von der Wiege bis zum Grab die Materialien nutzen kann. Was wir kennen im Bereich des Bauens mit Naturmaterialien, das sind Materialien eben wie Stroh, Schilf, Bambus, Weide. Innovativ ist das Bauen und überhaupt das Verarbeiten von Pilzmyzelien, also dem Wurzelwerk, in zusammen mit Naturabfällen. Hier in diesem Fall ist es Maisabfälle, werden Ziegel geschaffen, die ganz leicht sind und die sehr lange halten, sehr konstruktiv auch sind. In New York wurde ein 12 Meter hoher Pavillon gebaut und die innerhalb von 60 Tagen biologisch abbaubar sind. Also ich denke, das ist ein Material, das uns in Zukunft noch einige Überraschungen bieten wird. Im nächsten Jahr werden wir Ausstellungen realisieren, in denen auch ganz stark indigene Gemeinschaften zu Wort kommen oder Künstler, die über die Denkansätze und Handlungsweisen anderer indigener Gemeinschaften arbeiten und mit diesen Gemeinschaften arbeiten. Heute ist mein letzter Arbeitstag und das ist ein seltsames Gefühl, aber auch ein gutes Gefühl, denn ich denke, es ist einfach nach 30 Jahren an der Zeit, sowohl für mich als auch für die Galerie, zu neuen Ufern aufzubrechen.